Seifenblasen. Der Ferl mit dem Holzfuß und der großen Glatze sitzt vor seiner Behausung und lässt aus einem Strohhalm, den er von Zeit zu Zeit in einen Becher Seifenwasser eintaucht, die herrlichsten bunt schillernden Seifenblasen vom Stapel und schaut ihnen entzückt nach, bis sie zerplatzen. Da kommt der Flickschuster und Feuerwehrhauptmann Matthias daher. Was tust du denn da, Ferl? Ist seine erstaunte Frage. Das siehst du doch, ich mache Blasen und lasse sie fortschweben. Ja, das sehe ich, aber solltest du das nicht den Kindern überlassen? Bist du dazu nicht schon etwas zu alt? Für das Schöne ist man nie zu alt, Matthias. Ja, Ferl, das stimmt, aber bei nichts wird einem die Vergänglichkeit so bewusst als bei Seifenblasen. Deshalb können Kinder diese Tatsache eher verkraften. Auch richtig, Matthias, aber bei einer Seifenblase ist das Schöne einen Augenblick Wirklichkeit und um diesen Augenblick geht es mir. Da der Matthias einsieht, dass er dem Ferl heute nicht widersprechen kann, nimmt er einen Strohhalm, den ihm der Ferl hinhält, und lässt ebenfalls andächtig die schönsten Illusionen entstehen und fortschweben. Da rennen der Franzl und der Ernstl vorbei und stoßen sich lachend an. Die Alten kommen endlich drauf, was wir nur schon lange wissen. Man braucht ja einfach nur Seifenblasen zu machen, um etwas zu erleben. Lange sitzen der Ferl und der Matthias noch beisammen und machen Seifenblasen. Sie können damit nicht aufhören. Sie möchten die Augenblicke der Schönheit festhalten und können deshalb nicht aufhören. Sie müssen sie immer neu erzeugen. Passt. Ja, okay. Nein, das ist ja Bindestrich.